Ja, hallo zusammen. Heute geht es um Fotografie von Bodybuildern oder Sportlern. Um das zu gewährleisten, hat mir hier die Conny Nellis und der Peter Nellis das neue Studio, das Functional Studio von der Injal-Gruppe zur Verfügung gestellt. Das eröffnet jetzt nächste Woche, deshalb sind hier hinten noch so ein paar Bauarbeiten zugange. Und um die ganze Sache mir zu erklären, ist hier einer der Trainer, der Bruno. Bruno, was heißt überhaupt Functional Training? Was muss ich mir darunter vorstellen? Also ich komme so aus dem klassischen Bodybuilding, habe das jahrelang betrieben, auch aktiv und ist jetzt so ein bisschen Neuland für mich. Erzähl mir was darüber. Ja, also das Functional Studio oder beziehungsweise das Functional Training ist eigentlich so aufgebaut, dass man komplexe Bewegungsabläufe, die man eigentlich im Alltag auch hat, die aber halt dementsprechend manchmal auch nicht richtig ausgeführt werden, hier speziell zu trainieren. Also das heißt, viele Muskelgruppen zu aktivieren, viele Muskelgruppen zu trainieren, damit einfach der Alltag auch viel besser umzusetzen ist. Das ist im Endeffekt das Functional Training, beziehungsweise so baut man das auf. Ach so, ist also so ein bisschen entgegengesetzt, ich sag mal, beim klassischen Bodybuilding oder Gewichtheben, tendiert mir eher dazu, Muskelgruppen zu isolieren, sprich reine Bizep-Curls zu machen oder ähnliches. Und hier geht es halt darum, die Sache alltagtauglich zu machen. Ne? Also ich weiß das von mir aus, ich kann unheimlich viel heben, kann aber schon mal ein Problem haben, wenn ich einen Kasten Bier aus dem Auto tragen muss. Ne? Richtig. Genau. Ne? Und dafür sind halt diese Geräte entsprechend aufgebaut. Genau, dafür sind die Geräte aufgebaut, halt als Zirkelform. Und wie gesagt, dadurch, dass du dieses funktionelle Training betreibst, hast du viel, viel einfacher in dem Alltag das Ganze umzusetzen. Und auch von der Dynamik her, also es ist ein reines Muskelkettentraining, wo bei einer Übung sehr viele Muskelgruppen halt dementsprechend aktiviert werden. Ja, also kommt eigentlich dem normalen Leben viel näher, wie genau. Dieses... Man bereitet sich beim Training dafür quasi vor. Ja. Man trainiert die Bewegungsabläufe. Und wird halt auch viel mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet. Grundsätzlich, aber die meisten Übungen werden mit eigenem Körpergewicht gemacht. Ja. Ja, super. Dann erstmal vielen Dank. Und wir haben hier so ein paar Sachen eingeblendet. Hat uns so ein paar Übungen gezeigt jetzt schon. Und als nächstes zeige ich euch halt, wie man die Sportler am besten ausleuchtet und was da besonders wichtig ist. So, wir stehen jetzt hier mit der Ina und dem Toni. Das wollt ihr nicht wirklich sehen, wenn ich die T-Shirts ausziehe. Deshalb habe ich mir natürlich zwei Sportler geholt, die ganz gut in Form sind. Und ich möchte euch zeigen, wo es drauf ankommt. Und gerade bei den Sportlern geht es immer um die Definition, die zu sehen ist. Definition heißt die Separierung der einzelnen Muskelgruppen, dass die gut sichtbar ist. Und deshalb muss man da einen sehr harten Kontrast, also ein sehr hartes Licht erzeugen und am besten ein Streiflicht erzeugen. Also wir haben jetzt hier für den Video eine frontale Ausleuchtung mit einem Ringlicht und der Toni zieht mal gerade sein T-Shirt aus und dann werden wir sehen, obwohl der top in Form ist und super definiert ist im Moment, sieht das relativ flach aus. Ne? Also selbst spann mal den Bauch an. Ihr seht, ihr könnt es erkennen, ist schon ganz cool, aber da ist noch deutlich mehr rauszuholen mit dem Licht. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Und da müssen wir auch so ein bisschen differenzieren. Bei den Mädels im Prinzip dasselbe, aber wir versuchen das einen Tacken weicher zu gestalten, das Licht. Also, dass es nicht so wirklich wahnsinnig brutal aussieht, ne? Weil ich finde, es ist immer wichtig, dass da immer noch so ein bisschen diese feminine Richtung mit drin ist, weil man will ja auch irgendwo noch ein bisschen hübsch aussehen. Ne? Und wenn eine Frau einfach so einen knallharten Körper hat schon, dann muss man nicht noch denn im Gesicht nachher auch noch aussehen wie ein Kerl. Ne? Also das muss man so ein bisschen differenzieren und das kriegen wir jetzt ganz gut hin. So, als erstes sind wir jetzt mit der Ina hier und wir nutzen ganz natürliches Licht, was hier als ein Streiflicht reinkommt. Und zwar haben wir hier ein Fenster, das ist so ein bisschen Milchglas vor. Und was ganz wichtig ist, dass wir halt das Maximum der Definition zeigen. Also die Muskeln schön isoliert zeigen. Und das geht halt nur mit einem Streiflicht, habe ich eben schon erklärt. Was auch noch wichtig ist für euch, dass ihr euch vielleicht vorher mal so ein paar anatomische Zeichnungen anguckt. Wenn ihr also nicht selber aus dem Sport kommt, Krafttraining oder ähnliches gemacht habt, dann ist es wichtig, auch für die Bildbearbeitung nachher, wo ihr bestimmte Effekte verstärken könnt noch, zu wissen, wie laufen denn überhaupt die Muskeln. Nicht, dass ihr irgendwelche Schatten setzt oder wo gar keine hingehören und dann sieht das nämlich sehr schlecht aus. Also hier mal als Beispiel.
Hier ist der Schultermuskel, hier hinten ist der Trizep und hier vorne der Bizep. Und im Optimum erzählen wir, dass wir hier also einen kleinen Einschnitt reinbekommen und den kriegen wir schön durch dieses Streiflicht. Also wenn du jetzt mal anspannst und in die Übung reingehst, so, und dann könnt ihr noch die Anweisung geben und gucken aus Kamerarichtung, wie läuft das Licht. Jetzt dreh dich mal bei der Übung ein bisschen rum. So, ja, gut. Und ihr seht direkt, habt ihr eine andere Bildwirkung. Jetzt nochmal in die andere Richtung. Super. Also ihr seht, dass es unheimlich viel ausmacht und da könnt ihr halt dieses natürliche Licht super für nutzen. Es kann sogar direktes Sonnenlicht sein, was einstrahlt, was wir sonst eigentlich versuchen zu vermeiden. Normalerweise wollen wir immer diffuses Licht haben, aber in diesem Fall ist je härter das Licht ist, umso besser ist auch das Ergebnis. So, also jetzt stehen wir hier mit dem Toni, auch wieder im direkten Streiflicht, was hinten durch ein Fenster kommt. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr diffus, sondern ist ein direktes, knallhartes Licht, was kommt. Und ihr seht jetzt, wenn der Toni sich, pass mal auf, dreh ich mal ein bisschen, nicht so viel, okay. Sobald er sich jetzt dreht, seht ihr, dass ihr hier die Bauchmuskeln, dass ihr die richtig erkennen könnt. Und das ist, wenn das Licht schräg kommt. Optimum ist eigentlich immer, wenn das Licht so im 45-Grad-Winkel runterkommt, weil wenn es ganz gerade von oben runterkommt, ist das natürlich für alle Quereinschnitte super. Zum Beispiel untere Brust könnt ihr dann super erkennen, auch teilweise die Bauchmuskeln. Aber zum Beispiel den aufrechten Strich der Bauchmuskeln, den könnt ihr dann nicht gut erkennen. Auch die Separierung der Brustmuskeln könnt ihr dann nicht so gut erkennen. Deshalb ist immer besser, wenn das Licht wirklich schräg kommt und dann habt ihr praktisch beides abgedeckt. Genauso wie mit den Beinen, weil da läuft die Definition und die Streben von oben nach unten. Und wenn ihr da von oben nach unten auch das Licht habt, dann entstehen überhaupt keine Schatten. Deshalb ist das wichtig, wenn das ein bisschen seitlich kommt. Ja, in vielen Fällen habt ihr natürlich kein natürliches Licht. Wenn ihr zum Beispiel in einem Studio seid oder jetzt hier in einem Bereich, wo halt die Trainingsgeräte sind, aber kein Licht mehr direkt durch die Fenster einfällt, dann müsst ihr natürlich mit künstlichen Lichtquellen nachhelfen. Und da ist aber auch wieder wichtig, dass ihr ein Streiflicht setzt und dieses auch ziemlich gebündelt. Also ganz entgegengesetzt zur normalen Fotografie, wo ihr den möglichst großen Diffuser aufsetzt oder ein Beauty-Dish oder ähnliches, um gleichmäßig auszuleuchten. Genau das wollt ihr hier nämlich nicht haben, sondern ihr wollt wirklich harte Kontraste setzen. Und deshalb habe ich hier einen mobilen Blitzkopf von Jimbei drauf und habe hier als Lichtformer ein sogenanntes Triplight drauf. Das ist also recht schmal und ich kann den ganzen Körper mit ablichten. Und wichtig ist hierbei noch, hier sind noch Waben vor. Das Licht kommt also sehr gerichtet auf die Person, die ich ablichten möchte, drauf und kann somit das also sehr gut von der Seite lenken. Auch hier seht ihr wieder, das Licht käme jetzt so im 45-Grad-Winkel runter und wird somit also ganz gute Kontraste setzen. Das Ganze löse ich mit einem Funkauslöser aus, richte mir einmal die Lichtmenge ein, die ich brauche, bei diesem Abstand und dann kann ich mich frei bewegen und brauche nichts nachzujustieren und kann dann meine Bilder machen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in einem Studio Fotos zu machen, sieht auch immer sehr cool aus, wenn ihr Fotos macht, die in einer Übung entstehen. Ihr müsst da ein bisschen abweichen, das heißt, eure Models, die Sportler oder Bodybuilder, die neigen natürlich dazu, wenn ich ihm jetzt sage, dem Toni, okay, wir machen hier Klimmzüge, dabei mache ich Bilder, dann macht er halt seine normalen Klimmzüge, wie das halt, sag ich mal, im Training auch machen würde. Das muss aber auf dem Foto nicht unbedingt cool aussehen, ne? Also da ist wichtig, dass ihr da auch delegiert und euch als Fotograf auch durchsetzt und sagt, okay, ihr müsst euch jetzt ein bisschen drehen und so, selbst wenn der Sportler dann sagt, so mache ich aber nie meine Übung, ne? Also da auch wieder darauf achten, dass die Arme cool aussehen, dass da schöne Streifen reinkommen, ne? In einer bestimmten Höhe. Und gerade bei diesen Übungen ist es auch sehr schwer, weil der Sportler dann entsprechend auch oft die Pose etwas länger halten muss, ne? Also da würde ich drauf achten. Auch da ist wieder eine Sache, die besonders cool aussieht. Wir haben ja, wie gesagt, harte Kontraste. Und wenn ich
viele harte Kontraste habe, dann sieht eine Schwarz-Weiß-Umsetzung auch immer besonders cool aus. Also das passt eigentlich wie Faust auf Auge und es sieht gerade bei diesen Bildern einfach noch cooler aus. Noch einen weiteren Punkt, den ich ansprechen möchte. Die Sony-Kameras, die haben immer einen Punkt im Menü, der heißt DRO. Da geht es um die Dynamikerweiterung. Das ist was man in der normalen Fotografie haben möchte. Sprich, ihr geht bei knallhartem Licht raus und möchtet Bilder machen, dann könnt ihr mit dieser DRO-Einstellung die dunklen Bereiche anheben, sodass das Bild einen größeren Dynamikumfang hat. Und genau das wollen wir vermeiden. Deshalb stellen wir bei dieser Art der Fotografie diese Dynamikerweiterung in der Kamera aus, sodass wir wirklich harte, knallharte Schatten haben und harte Lichter haben. Des Weiteren ist es so, in der Fotografie, egal was ihr fotografiert, wenn jetzt eine, wie soll ich das erklären? Ihr habt eine homogene, glatte Fläche. Wenn ihr diese fotografiert und habt in der Mitte ein Spotlight drauf, dann meint der Betrachter, dass der Bereich, der heller ist, weiter vorne ist, als der Bereich, der weiter hinten ist. So kann man natürlich auch, sage ich mal, Muskelpartien, die vielleicht nicht so optimal ausgeprägt sind, hervorheben. Ganz einfaches Beispiel, wenn der Thun jetzt nicht so viel Brust hätte, und dann könnte ich einfach hingehen und auf die Brust etwas mehr Licht setzen und schon wirkt es so, als ob die weiter vorne ist und somit sieht die direkt massiger aus. Genauso wie mit den Schatten, wenn ich die Schatten etwas verstärke, sieht die Brust im Gesamten stärker aus, auch mit den Bauchmuskeln. Dafür müsst ihr aber, was ich eben schon sagte, die Anatomie kennen, um entsprechend auch in der Nachbearbeitung was machen zu können. Aber am besten ist immer, ihr macht mit dem Licht beim Fotografieren schon alles richtig, umso weniger Arbeit habt ihr nachher in der Nachbearbeitung. Was ihr auch gut einbauen könnt, ist zum einen, dass ihr Detailaufnahmen macht, sprich, wenn die Muskeln voll kontrahiert sind, wenn die Adern rauskommen, dass ihr also nicht den ganzen Körper fotografiert, sondern gerade diese Bereiche, die sag ich mal, extrem definiert sind. Das sind meistens die Arme oder auch die Brustmuskeln. Und wenn ihr die in Nahaufnahme zeigt, das sieht also auch recht cool aus. Und noch eine andere Sache. Die Sportler möchten natürlich immer cool dastehen und möchten am liebsten immer voll angespannt sein, was aber auch richtig gut aussieht. So diese Phasen zwischen den einzelnen Sätzen beim Training, dass ihr also gerade wie der Ton jetzt hier steht, also sehr entspannt und einfach so dass diese Müdigkeit und dieses Erschöpftsein vom Training so ein bisschen rüberkommen, dieses Entspannte danach, das sieht also auch immer sehr gut aus. Also versucht nicht immer nur die knallharten Posen reinzubringen, sondern auch so ein bisschen das Weiche und dass ihr das also auch zeigt. Ja, das war es jetzt hier von mir aus dem neuen Enjoy Functional Studio aus Oberwil. Vielen Dank nochmal an die Conny und Peter Nelles, dass sie uns die Location zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank an Toni und Ina für das Modeling. Hat Spaß. Ja, super. Ja, also mir auch. Und wir gehen jetzt noch weiter ein bisschen Bilder machen. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Bodybuilder-Fotografie, Sportler-Fotografie habt, wie immer gerne in den Kommentaren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.